Seit Monaten terrorisieren sogenannte Klimaaktivisten die gesamte Republik mit ihren verbotenen Aktionen. Eigentlich sind das keine Aktivisten, das sind schlicht und ergreifend Straftäter. Sie kennen sicherlich schon einige dieser Aktionen. Sie legen das Verkehr in Großstädten lahm, sie kleben sich an bekannten Gemälden und riskieren dadurch ihre Zerstörung. Etc. Bis jetzt hat man das alles irgendwie akzeptiert, die ganzen Politiker der Ampelkoalition gesagt, ja, das ist nicht so toll, aber man muss ja verstehen, die machen sich Sorgen über die Zukunft unseres Planeten. Deshalb irgendwie hat man im Grunde genommen die gewalten lassen. Eigentlich hat man denen eine gewisse Narrenfreiheit gegeben, was extrem gefährlich ist, weil es ist offensichtlich, dass sich gewisse Gruppen innerhalb dieser ganzen Klimabewegung wirklich radikalisieren, ja, und denen es völlig egal ist, was für Kosten für die Bevölkerung zukommen. Ja, aber jetzt war natürlich die Empörung riesig, weil es gab einen Unfall in Berlin und die Rettungswagen konnten nicht zur Unfallstelle kommen, weil es einen Stau gab, der von diesen Klimaaktivisten verursacht wurde. Die Rettungsleute kamen relativ spät an und das könnte maßgeblich dazu beitragen, dass diese Person wirklich Schäden hat. Also sie wurde sehr heftig verletzt durch einen Unfall. So, und dann haben natürlich die ganzen Politiker gesagt, okay, jetzt müssen wir doch ein bisschen deutlicher werden, weil so kann das nicht weitergehen. Und was hat zum Beispiel Olaf Scholz gesagt? Also das ist wirklich unglaublich. Ich glaube, dass wir kritische Haltung, kritischen Protest akzeptieren müssten. Überlegen Sie erstmal. Das heißt, im Grunde genommen gibt er denen eigentlich recht. So, dass die Aktionen jetzt nicht auf sehr weitreichenden Beifall gestoßen sind, ist auch offensichtlich. Meinen auch nicht. In einer Presseerklärung, bevor er nach China abgeflogen ist, hat er gesagt, ja, vielleicht sollten sie ihre Meinung anders kundtun. Allerdings hat er da auch gesagt, dass er den Vorfall noch nicht genau kannte. Man hätte ihn nicht darüber berichten. Aber man sieht eigentlich, man behandelt diese Leute mit Samthandschuhen. Und dann zum Beispiel hier die Berliner Verkehrssenatorin Bettina Jarasch, die sozusagen fast die Hauptverantwortliche ist für die ganze Geschichte, weil die meisten Aktionen bestehen daraus, Staus zu produzieren, sagte, ja, das sei schlicht entsetzlich, dieser Vorfall, dass diese Rettungswagen nicht zur Unfallstelle kommen konnten und dürfte sich nicht wiederholen. Das heißt, man sieht eigentlich, die werden also unglaublich sanft behandelt von Politikern der Ampelkoalition. Das sind alles, also Olaf Scholz ist SPD-Politiker, also wie Sie wissen, und diese Frau Jarasch ist eine grüne Politikerin. Und auch Franziska Giffey sagte, ja, nee, das wäre entsetzlich, wenn diese Person, die da diesen Unfall hatte, wenn sie irgendwie sich nicht erholt und so weiter. Aber so richtig Kritik, dass man sagt, okay, Schluss, jetzt werden wir einfach die Polizei, wir werden diese Leute alle einsperren, etc. Nein, das hat man bis heute nicht gehört. So, und ganz im Gegensatz dazu ist das Verhalten der Ampelkoalition gegenüber den Lebensrechtlern. Das heißt, von den Leuten, ja, das sind meistens winzig kleine Grüppchen, ja, die vor den Beratungsstellen von Pro Familia beten. Das geschieht in Pforzheim, das geschieht in Stuttgart, das geschieht in München, das geschieht in Frankfurt am Main, etc. Das ist ein Riesenproblem. Das wurde sogar behandelt im Koalitionsvertrag. Das nennt man Gehsteigbelästigung. Und Frau Lisa Paus, die Bundesfamilienministerin, ist der Auffassung, das sei eine Ordnungswidrigkeit und möchte sogar ein Gesetz machen, um das zur Ordnungswidrigkeit zu deklarieren. Leute, die vor Pro Familia schlicht und ergreifend beten, manchmal kann man diese Gebete gar nicht hören, weil die natürlich so leise sind. Und die haben natürlich Plakate. Da steht, ja, da steht, ist ein Baby abgebildet, etc. Oder das sind ansonsten die typischen Slogans der Lebensrechtler. Das ist fürchterlich, das ist ganz schrecklich. Frau Lisa Paus, also die Bundesfamilienministerin, hat sogar im Bundestag neulich gesagt, sie will gegen diese Leute vorgehen und das Ganze als Ordnungswidrigkeit etikettieren. Also das sind Leute, die wirklich als große Feinde, ja, der öffentlichen Ordnung dargestellt werden. Das heißt gleichzeitig, wenn diese Klimaaktivisten, ja, den ganzen Verkehr lahmlegen in einer Stadt wie Berlin, ja, die kleben sich an Autobahnen, dann setzt man das gesamte Arsenal von juristischen Möglichkeiten gegen ein paar Leute, die irgendwo beten, den Rosenkranz ganz still
und friedlich. Also da sehen Sie, wie unglaublich die ideologische Verbindung dieser Ampelkoalition ist, wie extrem stark der antichristliche Charakter dieser Politiker ist. Das ist einfach unglaublich. Ja, ich habe ja schon andere Beispiele hier angeführt. Zum Beispiel will man diesen Bibelspruch in der Kuppel des Berliner Domes verhüllen. Ja, das ist ganz schrecklich, das ist ganz schlimm. Sowas kann man nicht sehen, sowas kann man nicht zeigen, das geht nicht. Das ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm, wenn vier Personen vor Pro Familia beten. Aber wenn diese ganzen Klimaaktivisten im Grunde genommen alles, die ganze Republik terrorisieren, nee, das müssen wir akzeptieren. Ja, denn ja, man muss ja schon sehen, diese Leute haben sehr edle Ziele. Also das Ganze ist einfach unglaublich. Das ist einfach ein Dokument. Zeigt, wie unglaublich ideologisch orientiert diese Bundesregierung ist und insbesondere gegen das Christentum handelt. Das müssen wir wirklich sehr stark beobachten und wir müssten gegen diese Regierung deshalb sehr stark Widerstand leisten. Vielen Dank.